Baguette. Baguette. Oh, danke schön. Hanna, wer war denn das? Der Nachbar. Der Nachbar. Okay. Genau, ja. Hanna? Ich habe hier das Tracking von DHL, der Movie Pro, der wurde geliefert. Wo ist das Ding? Ich weiß nicht, vielleicht haben sie es irgendwo abgestellt. Es hat doch vorhin geklingelt hier. Mhm. Ja. Ja, das war DHL und nicht der Nachbar. Das war der Nachbar. Was ist denn das? Meine Jacke. Hanna, gib's raus, los, aber sofort. Meine Jacke bist du. Hanna, gib den Roller her, das ist der Movie Pro. Meine Güte, immer das Gleiche. Wir machen eine Review darüber. Nie darf man was behalten. Doch, darfst du, aber nicht, wenn wir eine Review machen. Also das wird ja zur Gewohnheit mit Hanna. Ich muss immer hinter unseren Testprodukten herlaufen, weil diese diebische Elster sich das immer greift. Da muss ich mir was überleben. Okay, aber jetzt geht es um den Movie Pro Comfort. Ein E-Scooter. Es gibt ja so einige Vorurteile bei E-Scootern. Zum einen, die haben nicht genügend Reichweite, die sind viel zu schwer, dann kann man keine Lasten mitnehmen und so weiter und so fort. Der Movie Pro Comfort soll da ganz anders sein. Ob das stimmt und wie anders er ist, ein Thema in diesem Video. Wir machen ein Unboxing, schauen uns die technischen Daten an, dann montiere ich mit euch gemeinsam den Movie Pro und natürlich gehen wir raus mit dem Teil und schauen uns mal an, was er im Fahrtest alles kann. Was haben wir hier? Einmal großes Paket, der E-Scooter, dann ein kleineres Paket und noch ein kleineres Paket hier, da kommen wir später zu. Dann fangen wir mal an und schauen mal, was hier alles Feines in der Kiste ist. Okay, also Nummer 1, natürlich Bedienungsanleitung und Co. Gucken wir mal rein. Eine Package List, einmal die Betriebsanleitung, auch sehr schön und heutzutage selten. Das Ganze in Deutsch. Und wir haben, das sieht aus wie ein Liebesbrief. Gucken wir mal, was da drin ist. Schön gemacht. Movie. Willkommen in der Movie-Familie. Wir freuen uns, dich in der Welt der Elektromobilität begrüßen zu dürfen. Und so weiter und so fort. Michael und Team Movie. Das finde ich niedlich. Und es gibt einen ganz coolen Aufkleber. Ich finde das Design, dieses Schwarz und Rot, gefällt mir sehr gut. Und dann geht es hier weiter. Auch schon mal toll in einem Textilsack eingepackt. Befindet sich hier einmal ein Multitool und das Ladegerät. Und dann geht's los. Also, guter Trick übrigens immer, wenn ihr sowas auspackt, eine Hand an den Karton und die andere Hand einfach rausziehen. Wunderbar. Klappt doch wie ein Länderspiel. Auch hier toll in einem Textilsack eingearbeitet. Da ist er, der Movie Pro Comfort. Ja, dann gibt es hier unten so eine Ein-Button-Bedienung, raufdrücken und schon könnt ihr den Scooter hochmachen. Hier den Ständer. Super rutschfestes Board und eine Besonderheit hier, das ist nochmal gummiert. Seht ihr das? Um Vibrationen abzufedern. Eine weitere Besonderheit, schaut mal hier, die Griffe sind auch ein- und ausklappbar. Der Hersteller hat auf drei Dinge ganz besonderes Augenmerk gelegt. Einmal
der Fahrkomfort, zum zweiten das Gewicht und Nummer 3 die Kompaktheit. Und tatsächlich, der Movie Pro ist unheimlich kompakt. Er wiegt 12,8 Kilogramm und ist damit ja ideal geeignet für die sogenannte letzte Meile. Der Motor liegt bei 300 Watt, der Roller hat Hinterradantrieb und ist ausgelegt für eine Zuladung oder ein Belastungsgewicht von 130 Kilogramm, also da können auch schwerere mitfahren. Vorne gibt es Luftreifen mit 7,9 Zoll und hier ein Federbein, hinten auch 7,9 Zoll mit sogenannten Honeycomb-Reifen. Das heißt, da sind so kleine Löcher drin und die geben nochmal einen richtig guten Federkomfort. Bis zu 30 Kilometer Reichweite gibt der Hersteller an und das mit 3 Fahrstufen. Und die höchste Fahrstufe, die 3, liefert dann die 22 km/h. Vorne gibt es eine Trommelbremse, die ihr hier bedient und eine elektrische Bremse mit Rekuperation. Das heißt, wenn ihr bremst, wird wieder Strom in den Akku zurückgeladen. Hinten gibt es eine dritte Bremse, hier mechanisch als Hinterradbremse ausgeführt. Viel müsst ihr gar nicht montieren hier beim Movie Pro Comfort, denn ihr seht, der ist komplett aufgebaut. Das heißt, auch die Lenkstange beispielsweise oder den Tacho, das muss alles gar nicht installiert werden. Ich sehe hier, das Einzige, was installiert werden muss, ist die LED-Lampe vorne. Dann machen wir jetzt mal genau die Lampe ran. Dafür gibt es hier das Multitool, das es beim Movie Pro dazu gibt. Dann gucken wir mal, ob die Lampe funktioniert. Da drückt ihr einmal hier auf die I-Taste auf dem Display. Genau, perfekt. Und dann könnt ihr euch das entsprechend einstellen und könnt hier an der Seite mit dem Kreuzschlitz-Schraubenzieher da die Lampe entsprechend fixieren. Das ist eigentlich der Aufbau. Mehr ist das nicht. Super. Also selbst für Leute von euch, für Zuschauer, die, wie ich, eher zwei linke Hände haben, innerhalb von 2 Minuten ist das Ganze aufgebaut. Ganz klasse ist dann hier, könnt ihr durch einen einfachen Druck die Höhe des Lenkers dann entsprechend ändern, hier einmal dann festmachen und schon habt ihr die für euch passende Höhe. Ganz hier unten gibt es einen, Basti, schau mal, ob du das sehen kannst, da einen Hauptschalter und auf der anderen Seite ist dann entsprechend die Ladebuchse für das Ladegerät. Da das die Movie Pro Komfort Variante ist, sind wir mit der Montage noch nicht ganz fertig, denn hier habt ihr zum Beispiel den Movit Universalhalter. Was ist das? Ganz einfach eine Halterung, die ihr hier vorne an dieses rote Befestigungsteil ranmachen könnt. Nämlich ganz einfach hierauf den Bolzen reinlegen und dann ordentlich zuschrauben. Das kann man auch dran lassen, weil das Ding sieht ja jetzt gar nicht so unschick aus. Und was macht ihr jetzt damit? Tja, da kommt das nächste, nämlich der Movit Gepäckträger. Bis zu 40 Kilogramm könnt ihr damit befestigen. Basti, eine Kiste Bier, 40 Kilogramm? Kommen wir damit hin? Ja, nicht? Wiegt weniger. Wie viel sind denn drin? 20? Ah, 0,5? Da müsstet ihr dicke hinkommen. Also mal für ein Bierchen. So, und das ist nämlich dieses Teil hier. Das ist die Gepäckbrücke und das ist wirklich richtig toll durchdacht. Das kommt hier einfach. Falsch rum. Danke, Basti. Das kommt hier einfach. Das sieht so schön aus. Das kommt hier einfach rauf. Und dann wird das so runtergeklappt. Und schon habt ihr eine super Möglichkeit, hier Gepäck zu machen. Einfach ein Spanngurt und ihr könnt mit Gepäck durch die Gegend fahren. Dann gehen wir mal rum um den schönen Roller. Also hier vorne haben wir euch oben schon bei der Montage gezeigt, die Gepäckbrücke, bis zu 40 Kilogramm belastbar,
Eine super Geschichte, wie ich finde. Dann vorne 7,9 Zoll Luftreifen und eine Trommelbremse. Basti, komm mal hier auf die Seite rum, bitte. Da die Trommelbremse. Dann gibt es hier das One-Push-System. Das heißt, einmal raufdrücken und schon und wieder so, bis es eingehakt ist. Und dieser Button muss dann draußen sein, dann ist es sicher eingehakt. Dann gehen wir hier runter. Da ist die Hauptbatteriespeisung. Ein- und ausschalten. Und hinten Honeycomb-Reifen. Also eine ganz tolle Sache hier. Ein großer Federungskomfort. Und hier haben wir in der Radaufnahme auch nochmal Gummi zur Federung. Und hier das hier nochmal. Hier, wenn man hier reindrückt, sieht man das ganz gut. Auch das Board ist gefedert. Ja, also der hat schon irgendwie so einen sportlichen Eindruck, macht er. Auch hier die Bremse mit dem roten Movie sieht toll aus. Auch hier rotes Chrom für die Klingel. Dann hier die Brake, also die elektrische Bremse mit Ruke, mit Rekuperation. Und hier Throttle Gas geben. Dann hinten hier die dritte Bremsmöglichkeit. Und das Rücklicht. Dann kommen wir mal zum vorderen Teil, nämlich hier zum Bedienpanel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Display, das kenne ich von vielen, vielen E-Scootern ganz anders. Da sieht man nichts, da ist die Display-Helligkeit viel zu dunkel. Gerade bei Sonnenschein sieht man dann bei dem einen oder anderen Modell gar nichts. Und das hier ist wirklich toll hinterlegt. Ihr habt hier einmal den Ein- und Ausschalter, könnt hier im oberen Bereich Trip auswählen, einen Errorspeicher, die gesamte gelaufene Kilometerzahl und hier unten habt ihr die drei Fahrstufen, die 1, die 2 und die 3 und mit der 3 habt ihr dann eben die vollen 22 km/h zur Verfügung. Das heißt, der Hersteller nutzt die gesetzlichen, ja, ich sag mal, Parameter aus. 20 km oder 20 km/h ist normal. 10%, sagt der Gesetzgeber, kann man draufhauen. Also 22 km/h. Das testen wir mal, ob das der Movie auch schafft. Ja, also wenn ich jetzt hier so rumgehe, macht der einen echt sportlichen Eindruck. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist die Kabellage. Also viele Kabel hier durch ja, Kabelhalter fixiert. Das mag ich lieber, wenn das so ein bisschen gecleant ist. Ist hier nicht so, ist aber Jammern auf hohem Niveau. Ich würde sagen, jetzt fahren wir das Ding mal. Mit seinen guten 13 Kilo ist der Movie Pro natürlich für die letzte Meile gedacht. Das heißt nicht für riesige Touren. Aber egal ob kurze Tour oder lange Tour, wichtig ist natürlich das Fahrverhalten. Und das probiere ich jetzt mal aus. Also das Erste, was ich hier schon mal sagen kann, das Brett ist so ein bisschen geneigt. Das finde ich ganz cool und von der Lenkerbreite ist das auch gut. Hier hat man schon so ein bisschen Spiel. Muss ich mal sehen, ob das wirklich vertrauenserweckend ist. Dann geht's jetzt mal los. Ich fahre mal eine Runde und prüfe mal, wie ich mich hier auf dem Movie Pro fühle. Auf geht's! Also ganz klar bin ich jetzt in der ersten Fahrstufe und das sind 10 Stundenkilometer. Das ist mir deutlich zu langsam ab in die dritte. So, jetzt geht er ab. Ja, was ist das für ein Gefühl? Also man kann das natürlich nicht mit einem 20-Kilo-Roller vergleichen, gar keine Frage. Aber jetzt hier arbeitet die Dämpfung wirklich gut. Wir sind jetzt bei 22,4 und jetzt geht es gleich den Berg auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was der 300-Watt-Motor hier bergauf macht. 21,4, 20,2. Er bleibt bei, er geht auf 19,7, 18,3. 17, 16,3, 15, 13, ja, das ist jetzt hier schon für einen 300 Watt Motor so
dass er hier nicht die volle Leistung bringen kann. Aber er schafft es, hier die Steigung zu bewältigen. Eins muss man ganz klar sagen, wenn man absoluter Rolleranfänger ist, sollte man am Anfang hier ein bisschen mit Bedacht fahren, weil der schon sehr agil ist. Also jede Lenkbewegung, das wird alles sofort registriert. 24 km/h bergab, 24,2, 24,6, super. Auf jeden Fall erreicht er die 22 km/h, die ja der Hersteller vom Gesetzgeber diese 10% da eingebaut hat. 22,4, 22,8. Dann jetzt mal die elektrische Bremse. Auf der linken Seite, da wo die mechanische Bremse ist, mal sehen, was sie kann. Auf geht's! Okay, die bremst vernünftig, rekuperiert natürlich auch, ist jetzt aber nicht so, dass man sagt, da habe ich aber eine super Verzögerung. Dann gucken wir jetzt die Handbremse vorne. Wie läuft es damit? So, 20 km/h und rein. Das ist schon besser und hier merkt man auch ganz eindeutig im Vergleich zu billigen China-Rollern, da ist es ganz oft so, ihr drückt die Bremse oder ihr zieht die Bremse nur ganz leicht und schon knallt das Ding rein, dass man sich fast überschlägt. Das ist gut dosiert. Und dann nochmal die letzte Bremse, das ist die hinten, diese mechanische. Also wirklich, da ist super agil. Also mit dem Fuß hinten rauf. Ja. Da kommt nicht viel. So, jetzt alle Bremsen zusammen. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie funktioniert das Ganze mit der Einstellung bzw. vorne, wenn wir dieses Cargo-System ranmachen. Einen Wasserflaschenkasten habe ich dabei. Mal schauen, wie sich das Fahrverhalten dann ändert. Ach, bin ich vorbildlich. Ein Helm und eine Kiste Wasser, kein Bier oder sonst irgendwas. Vorbildlich. Das Lastensystem, das ist tatsächlich etwas, was den Movie Pro von allen anderen E-Scootern, soweit ich das weiß, unterscheidet. Und ihr montiert hier vorne dieses kleine Teil, das ist da bombenfest dran. Übrigens, dieser rote Ring ist auch ideal, damit ihr euren Scooter anschließen könnt. Und macht dann ganz einfach das hier so rauf und einmal hoch und schon habt ihr ein Lastensystem. Dann die Wasserkiste rauf. Ich habe jetzt keine richtigen Spanngurte gefunden, aber hiermit sollte das funktionieren. Was mich natürlich vor allen Dingen interessiert ist, wie ändert sich das Fahrverhalten? Und dieses Lastensystem ist übrigens bis zu 40 Kilo ausgelegt. Sicherlich auch eine klasse Sache für Unternehmen, die ein Lager zum Beispiel haben und dort im Lager hin und wieder mal Kleinigkeiten hin und her fahren müssen. Oder auf dem Campingplatz, wenn ihr eure Campingtoilette beispielsweise ausleeren müsst und die nächste Ausleerstation ist einen Kilometer entfernt, das gibt es ja manchmal. Super, passt da auch rauf. Also das ist wirklich eine ganz tolle Idee. Jetzt gucken wir mal. Ja, eine Spanngurt wäre natürlich nicht schlecht, aber das dürfte doch schon funktionieren. Naja, ich fahre langsam. Gut. Also alleine wie das aussieht vorne mit der Kiste, sagenhaft. Schauen wir mal. So. Ist das lässig. Ja. Wasserkiste vorne dran. Ab ins Kürfchen. Ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt, einfach, weil die Gurte da vorne nicht so richtig fest sind, aber ja, im Fahrverhalten ändert sich wenig. Carsten, ein Wasser? Sehr gerne. Also, ehrlich, das ist super. Das fährt sich überhaupt nicht anders. Das sind jetzt zwar keine 40 Kilo, aber selbst wenn ihr da mehr Gewicht drauf habt, gar kein Problem. Vor allen Dingen, der Schwerpunkt liegt ja auch ganz tief. Insofern, perfekt. Der natürliche Feind des E-Scooters ist das Kopfsteinpflaster. Und das will ich jetzt natürlich auch mit dem Movie Pro einmal testen. Wie fährt er sich auf
Kopfsteinpflaster. Also, rauf hier. Wow. So, gucken wir mal. Ja, das ist gar nicht so schlecht im Vergleich jetzt zum 20 Kilo, oder? Aber wir machen das Ganze mal ein bisschen schneller. Wir sind hier nämlich auf einer langsamen Fahrstufe. Merkt man schon die vordere Federung, das vordere Federbein. Aber ja, Kilometer möchte ich hier nicht drauf verbringen. Aber grundsätzlich kann man das machen. Ja, also auch hinten die Honeycamp-Reifen und vorne die Federung macht das ganz gut. Jetzt bin ich den Movie Pro eine ganze Weile gefahren und es gibt viel Licht und ein bisschen Schatten. Also erstmal fantastisch das Packmaß, dass man den Lenker hier zum Beispiel, na wo ist das, einklappen kann. Zusammenklappen, dann kann man ihn in den Rucksack tun. Super. Oder das Cargo-System, bis zu 40 Kilogramm belastbar. Ideal für einen Campingplatz, für die Campingtoilette oder auch für ein Unternehmen, für Lagerfahrten. Das ist echt super. Das Display gefällt mir ausgesprochen gut. Super ablesbar, sehr einfach einstellbar. Das ist wirklich top. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier oben so diese Konstruktion. Das wackelt so ein bisschen. Ja? Und die Kabel, dass die alle draußen sind und da nichts gecleant ist. Aber alles in allem für die letzte Meile, gerade auch aufgrund des Gewichts und des Packmaßes, ein toller E-Scooter.